Ja, hallo. Willkommen zurück auf meinem Kanal EDC Test Online. Ich möchte euch heute meine Top 5 EDC Pens vorstellen oder EDC Kugelschreiber für unter 20 Euro. Sind 5 Modelle. Ehrlich gesagt, die meisten sind von dem Hersteller Smoother Pro. Ich weiß nicht warum. Alle Kugelschreiber von diesem Hersteller gefallen mir einfach vom Design her. Vom Gewicht, also ich brauche locker, ich sag jetzt einfach mal 30 bis 60 Gramm, ist perfekt zum Schreiben. Und diese Modelle von dem Hersteller sind bis jetzt alle top gewesen. Also ich habe jetzt etliche im Gebrauch, ist ab und zu wirklich immer eigentlich einer dabei. Und in der Rotation habe ich, ich glaube, 10 Kugelschreiber von dem Hersteller. Und ich finde die einfach klasse. Vom Gewicht her, vom Material, wie sie schreiben, einfach spitze. Und dann natürlich noch hat so ein Tactical Pen weitaus mehrere Vorteile. Erster Vorteil ist natürlich ganz klar der Ersatz für einen Kubota. Das heißt, eine Waffe, mit der ich mich im zivilen Leben auch selbst verteidigen könnte. Ich sage hier speziell könnte, denn das soll hier nicht ein Lehrvideo sein oder irgendwie eine Anleitung dafür, dass ich XY ausschalten kann draußen, sondern einfach, wenn ich in einer Notsituation bin, dass ich mich verteidigen kann. Denn mit so einem spitzen Gegenstand kann man auch sehr viel Schaden zufügen, gerade bei meinem Gegenüber. Und deswegen ist das nur für eine Notsituation. Dann natürlich der zweite Vorteil. Die meisten EDC-Kugelschreiber haben vorne oder hinten einen Glasbrecher dran. Das heißt, in einer Notsituation könnte ich damit zum Beispiel eine Autoscheibe zertrümmern. Gerade wenn das Auto brennt oder es geht jetzt auch nicht in diesen Punkt, wenn ich in diesem Auto sitze, sondern wenn ich zum Beispiel Ersthelfer wäre. Wenn ich jemanden sehe, Auto liegt auf dem Kopf, könnte ich damit locker eine Scheibe zertrümmern. Das sind aber Zusätze, Vorteile, die ich in diesem EDC-Pen sehe. Für mich ist es ganz klar ein Alltagsgegenstand, der es quasi genauso in meine Rotation schafft wie ein Messer zum Beispiel oder eine Lampe. Also da ist der Kugelschreiber sogar noch an zweiter Wahl anstatt der Lampe. Denn ich brauche jeden Tag einen Kugelschreiber, ist für mich ein Alltagsgegenstand. Und natürlich habe ich auch Anforderungen an so einen EDC-Pen, und zwar 30 bis 60 Gramm schwer, ideal für meine großen Hände. Fühlt sich einfach besser an. Und ich weiß, es kommen wieder Kommentare, ist mir viel zu schwer, lohnt sich gar nicht. Ich stehe auf diese schweren Kugelschreiber, kann ich gleich 100-mal betonen. Und deswegen ist genau diese Auswahl für mich zutreffend. Dann natürlich müssen die gut schreiben. Aus Metall sein. Alu, Messing, meinetwegen auch Edelstahl. Luxusprodukt natürlich Titan. Kann ich euch auch mal vielleicht ein paar vorstellen. Aber erstmal möchte ich euch ganz normale Kugelschreiber vorstellen für unter 20 Euro. Ja, viel Spaß mit diesem Video. Freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten und den Daumen nach oben. Und als drittes, gerne die Glocke aktivieren. Denn ich habe mal wieder gesehen, das soll wohl sehr wichtig sein. Ja, bis gleich. Kommen wir zu meinem ersten Modell, was ich euch heute vorstellen möchte. Wie gesagt, die meisten Kugelschreiber, die ich euch heute zeige, sind vom Hersteller Smoother Pro. Finde ich einfach geil. Ja, wir haben hier das Modell FSR. Ich glaube 0101 oder so. Richtig guter, massiver Kugelschreiber ist Messing. Oder ich würde eher sagen Messinggemisch, denn es ist magnetisch. Aber dem tut es jetzt nicht zur Sache. Wie ihr sehen könnt, etwas nostalgisch gehalten. Hat einen richtig schönen optischen Effekt. Hat schon ein bisschen Patina angesetzt. Habe ich jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr irgendwie im Einsatz. Richtig edler EDC-Kugelschreiber. Ja, Mechanismus ganz normal mit diesen Bolzen. Wirklich sehr einfach. Funktioniert spitze. Wir haben hier noch oben einen festen Clip. Der ist wirklich sehr schön. Hält auch in der Hosentasche perfekt. Und sieht optisch allgemein sehr gut aus. Ja, Gesamtmaße haben wir hier ein Gewicht von 44 Gramm, Länge 13 cm und im Durchmesser circa 1 cm. Richtig schöner Kugelschreiber.
Der nächste Stift hat die Bezeichnung PT635. Ich musste natürlich reingucken, wie diese Kugelschreiber genau heißen, denn diese Abkürzung kann sich keiner merken. Das ist natürlich ein EDC-Kugelschreiber in einem krassen optischen Look, gefällt mir dennoch richtig gut, hat sowas richtig Nostalgisches, so vielleicht industrielle Revolution. Alles natürlich CNC gefräst. Wir haben hier auch wieder einen Messingstift mit einer Bolzenverriegelung, die diesmal sehr leichtgängig ist. Damit kann man im Meeting ideal die Kollegen nerven. Ist wirklich ein sehr schöner Stift, schreibt bombastisch. Hat eine Art Gelmine drin. Richtig schön, schmiert nichts, gar nichts, leichtgängig wie Sau. Macht echt Spaß, mit diesem Kugelschreiber zu arbeiten. Ja, wir haben hier die Maße 13,5 cm in der Länge, im Durchmesser ca. 1,2 cm. Gewicht ist jetzt natürlich schon ein bisschen ordentlich. Wir haben hier 50 Gramm. Preislich bewegen wir uns hier bei ungefähr 18 Euro. Bei dem Modell, Modell Nummer 1, sind wir preislich ungefähr bei 19 Euro im Vergleich. Wunderschöner Kugelschreiber, lässt sich komplett zerlegen, auch hier oben. Das heißt, fürs Reinigen ideal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel an der Spitze noch den Clip. Ideal für Hemdtasche zum Beispiel. Und hier oben ist dann dieser Glasbrecher, der natürlich diesen EDC-Kugelschreiber sehr interessant macht für eine Notfallsituation. Natürlich auch zur Verteidigung. Obwohl zur Verteidigung natürlich man diesen Kugelschreiber nicht richtig halten kann. Denn ich müsste ja auf den Glasbrecher meine Daumenablage haben, damit ich wirklich irgendwie ausüben kann. Dennoch, wirklich schöner Kugelschreiber für den Alltag. Ja, alle Kugelschreiber kommen in solchen Boxen, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt Atomic Beer, stelle ich euch gleich vor. Und das sind die Boxen von Smoother Pro. Geschenkbox würde ich jetzt nicht dazu sagen. Kann man dennoch gut verpacken, vielleicht zu Weihnachten oder ähnliches. Alle Kugelschreiber, die ich euch heute vorstelle, kommen mit einer Doppelmine. Das heißt, ihr habt immer Ersatz. Ja, zum dritten Modell. Das ist der TP157. Richtig schöner EDC-Kugelschreiber in einem Grau, vielleicht so ein eher bläulichen Ton. Auch wieder mit Clip hier hinten. Wir haben hier einen Glasbrecher. Preislich bewegen wir uns bei 16 Euro. Material Flugzeugaluminium. Bei 16 Euro kann ich mir das immer gar nicht vorstellen. Ich kann es allerdings auch gar nicht testen oder ähnliches. Dennoch wieder die schöne Bolzenverriegelung. Gucken wir gleich mal, wie er schreibt. Ja. Schmiert nichts, gar nichts. Richtig schöner Kugelschreiber. Ja, die Maße. Wir haben hier ein Gesamtgewicht von 35 Gramm. Dann natürlich in der Länge 14 cm. Und im Durchmesser sind wir hier bei 1,1 cm. Richtig schöner Kugelschreiber. Ist der SSG 050. Einfach ein Edelstahl-Kugelschreiber in einer polierten Optik. Wirkt wirklich sehr edel, hat ein richtig gutes Gewicht von 55 Gramm. Damit kann man richtig gut schreiben. Wie ihr sehen könnt, ich bin einfach ein Fan von diesem Bolzenmechanismus. Dann natürlich hinten Glasbrecher, den guten Clip für Hemd oder Hose. Richtig schönes Modell, schön glatt, also glatte Oberfläche. Wirkt richtig edel und dennoch robust. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ist der schönste klassische EDC-Kugelschreiber, den ich habe, für gerade mal 20 Euro. Obwohl der wahrscheinlich preislich jetzt schon ein bisschen höher ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ja, dann wie gesagt, Glasbrecher hinten drauf. Gesamtmaße 14,5 cm in der Länge. Im Durchmesser haben wir hier 1 cm. Natürlich ganz normal wieder Bolzenverriegelung oder Mechanismus. Und
Schreibgefühl ist auch sehr gut. Wir haben hier wieder eine Gelmine. Richtig schön. Ja, letzter im Bunde ist der Atomic Beer. Das ist die Rebell-Serie oder Rebell-Serie. Ich habe keine Ahnung, wie der Hersteller das aussprechen möchte. Das ist hier das Leichtgewicht von gerade mal 31 Gramm. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 14 cm. Durchmesser sind wir bei 1,4 cm. Das ist schon ordentlich breit aufgrund der Dicke hier oben im Stiftkopf, sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben hier hinten wieder einen Glasbrecher dran. Und hier ist das Design natürlich ideal als Kubutan geeignet, denn ich habe hier eine schöne, glatte Oberfläche, wo ich den Daumen ordentlich ablegen kann und damit Druck aufbauen kann. Ideal zur Verteidigung oder halt im Notfall, um eine Scheibe zu öffnen. Ja, einziger Kugelschreiber heute im Bunde, der sich aufschrauben lässt. Auch richtig schöne Mine drin. Schreibt perfekt. Ne? Ja, das ist der fünfte im Bunde. Richtig schöner Kugelschreiber, auch sehr edel und gerade mal für 18 Euro. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.